Mr. Kuleba, today here in Herr Kuleba, heute haben wir hier in Kiew einen weiteren russischen Angriff erlebt. Auch in Kharkiv gibt es tote Zivilisten wieder. Zeigt das wiederum einen Mangel an Luftverteidigung? Der heutige Morgen war laut und unglücklicherweise hat es Schäden gegeben. Und der Grund dafür ist, dass Russland massive Angriffe gestartet hat. Russland hat nach wie vor die Kapazität, solche massiven Schläge auszuüben. Und wir schätzen natürlich und sind dankbar für jedes Luftverteidigungssystem, das wir erhalten haben, und die Munition. Aber der heutige Angriff unterstreicht, dass es mehr Luftverteidigungsplattformen braucht. Wir brauchen vor allen Dingen mehr Abfangsysteme. Das haben wir immer wieder betont in unseren Gesprächen, praktisch überall, wo wir hingehen. Es gab ja diese Debatte in den vergangenen Wochen bezüglich der Patriot-Raketen, dass es da nicht genug Raketen gibt für sie, um russische Raketen abzufangen, vor allen Dingen die ballistischen Marschflugkörper. Ist das ein dramatischer Mangel? Nun, ich kann jetzt nicht über den Stand unserer Luftverteidigung sprechen öffentlich, aber die Nachhaltigkeit der Versorgung mit Patriot-Raketen, Abfangraketen, das ist ein Thema, das gelöst werden muss. Diese Raketen müssen in genügend großer Menge rechtzeitig geliefert werden. Mit welchen Ländern sprechen Sie? Mit allen Ländern. Und wir schätzen auch die Entscheidung, die Deutschland letztes Jahr getroffen hat, ein weiteres Patriot-System in die Ukraine zu liefern. Aber es gibt viele Städte, viele Ziele, die geschützt werden müssen. Ein Patriot-System kann eine ganze Stadt schützen. Und wir sollten uns immer daran erinnern, dass der Schutz einer Stadt bedeutet, dass die ukrainische Wirtschaft geschützt wird. So können die Leute eine Einkunft erzielen und die Stabilität wird gewährt. Wir sprechen jetzt über die Luftverteidigung, aber wir sehen auch viele Soldaten an der Front in Bachmut und anderen Regionen. Und die Situation scheint sich dort dramatisch zu entwickeln. Die Soldaten beschweren sich darüber, dass sie nicht genug Artilleriegranaten haben. Manchmal haben sie auch null Mittel, um sich zu verteidigen. Wie konnte es so weit kommen? Well, the insufficiency of the insufficient amount. Der Mangel an Artilleriemunition ist von Tag 1 ein Problem angewiesen. Und die Ukraine hat die Produktion hochgefahren, und zwar signifikant. Und wir werden das auch weiter tun. Und dennoch sehen wir, dass die westliche Verteidigungsindustrie, also die Länder, die uns helfen, nicht in der Lage sind, Artilleriemunition in genügend großer Menge herzustellen. Und das ist wirklich eine wesentliche Frage. Es geht ja nicht nur um die Sicherheit der Ukraine. Es ist auch eine Achillesferse für die Sicherheit der eigenen Länder, inklusive Deutschland. Denn Ihr Land hat zum Beispiel eines der stärksten Verteidigungsindustrien. Wir sehen, dass die Europäische Union es noch nicht schafft, ihr Versprechen einzulösen, 1 Million Artilleriegranaten an die Ukraine zu liefern. Wir sehen, dass die neuen Produktionslinien für die Produktion der Artilleriemunition hinterm Zeitplan zurückhängen, und die Produktion, auch wenn sie hochgefahren wird, kann noch nicht den Bedarf in der Ukraine abdecken, aber auch nicht die Verteidigungsbedarfe der eigenen Länder abdecken. Es gibt verschiedene Punkte, die damit verbunden sind. Erstens sollten Regierungen und Industrien aufhören, aufeinander mit dem Finger zu zeigen. Und es tut mir leid, wenn ich hier so offen spreche. Es ist wichtig, das Problem zu identifizieren. Also die Verteidigungsindustrie und die Regierung sollten aufhören, sich gegenseitig zu beschuldigen, nichts genug zu tun, um die Produktion hochzufahren. Zweitens sollten EU-Länder, vielleicht auch NATO-Länder, sich zusammensetzen und die Regulierungen abbauen. Diese angleichen so, dass wir einen bürokratischen Hindernisabbau erzielen. Denn dieser
verlangsamt das Hochfahren dieser Munitionsproduktion. Das sind die zwei wesentlichen Punkte. Und das hat damit zu tun, dass wir auf einer politischen Ebene bei der NATO und bei der EU eigentlich alle dafür sind, die Produktion hochzufahren. Aber wenn es darum geht, konkrete Entscheidungen umzusetzen, da sehen wir, wie unsere Partner sich in endlose Debatten zerfahren. Und es ist ein Problem, denn wir müssen handeln. Wir haben keine Zeit, um uns in endlose Debatten zu verstricken. Es ist unser gemeinsames Interesse, die Produktion der Munition hochzufahren. Sie sagen, dass keine Zeit da ist. Wenn es jetzt nicht mehr Munition gibt, die in die Ukraine kommt, mehr Waffensysteme, erwarten Sie einen Durchbruch Russlands durch die Verteidigungslinien, weil die Situation ja kritisch ist, vor allen Dingen in Avdiivka und in anderen Bereichen der Front? Ich habe Vertrauen in die ukrainischen Streitkräfte. Aber wie können Sie Vertrauen haben, wenn Sie keine Munition haben? Das Problem ist, dass die Verteidigung der Frontlinie ohne genügend Munition natürlich höhere Kosten nach sich zieht, vor allen Dingen mehr Leben erfordern wird bei den Soldaten. Wir werden die russischen Soldaten zurückhalten, wir werden die Linien halten, aber das wird einen hohen Preis erfordern. Deswegen bitten wir, verlangen wir, insistieren wir bei jeder Kommunikation darauf, dass die Produktion hochgefahren wird, dass Artillerie-Munition an die Front geliefert wird. Aber Sie sagten ja wiederum, es wird mehr Menschenleben kosten. Aber wie können Sie die Linie halten, die Front halten, dort, wo Sie jetzt gerade sind, ohne Munition? Sie versuchen mich jetzt hier in eine Art schlagzeilenverdächtige Situation zu bringen, wenn ich sage, dass Russland hier durch die Frontlinie durchbrechen könnte. Nein, wie ich bereits gesagt habe, ich spreche mit den Soldaten und den Offizieren, und zwar regelmäßig. Und sie alle haben eine Beschwerde. Es fehlt an Artilleriemunition. Wie ich bereits gesagt habe, hat die Ukraine die Produktion dramatisch hochgefahren. Wir haben neue Produktionslinien für das Kaliber 155 mm. Aber sämtliche Soldaten und Offiziere berichten, dass Russland dominiert, was die Menge an verfügbarer Artilleriemunition angeht. Auch weil sie Nachschub aus Nordkorea erhalten. So absurd es auch klingen mag, so scheint es auch der Fall zu sein, dass Nordkorea effizienter ist als Partner Russlands, als es die Freunde der Ukraine sind, die versuchen, der Ukraine Artilleriemunition zu liefern. Das ist absurd, das muss geändert werden. Und wir schätzen alles, was wir erhalten, wir sind dankbar dafür, aber die Größenordnung dieses Krieges erfordert mehr. Das sind ja nicht wir, die dieses Ausmaß definieren. Es ist Russland. Russland ist schuldig. Das ist die Wirklichkeit, die wir angehen müssen. Wenn Sie jetzt die Probleme sehen, so wie sie vor Ihnen liegen, wie empfinden Sie das Szenario, dass Donald Trump möglicherweise als Kandidat jetzt und dann auch als Präsident wieder da sein könnte? Eine Trump-Präsidentschaft, beunruhigt Sie das? Nun, die Menschen in den USA werden ihre Entscheidung treffen. Wir können das nicht beeinflussen. Wir werden mit dem Mann oder der Frau arbeiten, egal wie sie heißen. Der oder die der Präsident der Vereinigten Staaten wird. Das Leben hat mir gezeigt, dass ich nicht über die Zukunft mir Sorgen machen muss, sondern jeden Tag die Probleme angehen muss, konkret, wie sie sich mir stellen. Und so sehe ich auch das potenzielle Ergebnis der Wahlen in den USA. Sie sind also nicht besorgt. Nein, ich mache mir keine Sorgen um irgendwas in dieser Hinsicht, denn es macht ja gar keinen Sinn. Das, was Sinn macht, ist, hart zu arbeiten. Wenn man ein Problem hat, dann muss man es lösen. Das ist eine andere Philosophie. 60 Milliarden Dollar Hilfe für ihr Land sind nach wie vor noch nicht verabschiedet worden in den USA. In Brüssel sind es 50 Milliarden. Werden Sie sich wirklich mit Schaufeln verteidigen müssen, wie Sie es kürzlich gesagt haben? Ich bin sicher, Sie kennen die Meinung einiger Experten, die
Da sagen also Experten im Westen, die sagen, dass wenn die Ukraine diese Hilfe nicht erhält von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, dass dann die Bereitschaft eher vorhanden wäre, zu verhandeln mit Russland, Zugeständnisse zu machen. Und als ich dieses Zitat lieferte zu den Schaufeln, habe ich das westliche Publikum angesprochen und diejenigen angesprochen, die diesen Gedanken anhängen. Und ich habe gesagt, egal was passiert, wir kämpfen weiter. Es war eine Metapher. Also wenn sie auch nicht genug Munition und Waffen haben, werden sie trotzdem an die Front gehen und werden sich nicht zurückziehen. Zuerst einmal werden wir die Probleme lösen, in dem Maße, wie sie auftreten. Zweitens bin ich optimistisch, was das Ergebnis der Verhandlungen sowohl in der Europäischen Union als auch in den USA sein wird. Und was macht sie so optimistisch? Unsere Gespräche mit den Stakeholders und den Entscheidungsträgern. Sie glauben also doch, dass das Geld noch kommen wird? Ja, ich denke, das wird noch kommen. Aber der Punkt ist ja nicht, dass die Ukraine keine Waffen mehr hat, sondern der Punkt ist, dass egal was passiert, die Ukraine weiterkämpfen wird. Denn das, was auf dem Spiel steht, ist die Sicherheit und der Bestand der Ukraine, aber auch die Sicherheit Europas. Als Außenminister reisen Sie natürlich sehr viel und treffen viele Minister und Regierungschefs. Wie erklären Sie sich, dass Sie das Vertrauen in die Ukraine verloren haben, in die Fähigkeit der Ukraine, das gesamte Territorium zurückzugewinnen? Das ist das, was ich immer wieder höre, auch aus den Außenministerien, dass viele einfach nicht mehr glauben, dass die Ukraine tatsächlich ihr gesamtes Territorium zurückgewinnen kann. Deswegen denken Sie, es ist vielleicht jetzt ein Punkt erreicht und bald müssen wir verhandeln. Ich meine, dass diejenigen, die dieser Argumentation folgen, das Selbstvertrauen verloren haben und nicht das Vertrauen in die Ukraine. Denn die Ukraine hat es immer wieder bewiesen und unter Beweis gestellt, dass sie Russland schlagen kann, wenn sie die Mittel dazu hat. Aber wenn ich diese Argumente höre, also Sie hören das ja auch? Nein, ich höre das jetzt nicht so, zumindest nicht in unseren offiziellen Kommunikationen, sondern eher von den Experten, die versuchen, die offiziellen Behörden und Seiten zu beeinflussen. Aber ich glaube, dass der Westen endlich an sich selbst glauben muss. Denn das ist eine historische Herausforderung, der begegnet werden muss. Das ist eine Bedrohung, die Russland und seine Alliierten stellt, eine Bedrohung für die gesamte Welt, aufgebaut vom Westen. Glauben Sie, dass die Ukrainer noch an sich selbst glauben? Ja. Glauben Sie, dass die Mehrheit der Menschen in der Ukraine immer noch glauben, dass sie das gesamte Staatsgebiet wieder zurückgewinnen können, Donbass, Luhansk? Wenn ich die Umfragen lese, da sehe ich ganz klar, dass die Mehrheit der Ukrainer glaubt, dass wir die Kapazität haben, unsere territoriale Integrität wiederherzustellen. Und es zeigt sich immer wieder, dass die Menschen der Ukraine dagegen sind, Konzessionen an Russland zu machen. Die Ukrainer glauben an die Ukraine, ihre Zukunft in der NATO und der EU. Und ich beziehe mich jetzt hier nicht nur auf meine eigene Echokammer als Politiker, sondern das kommt aus den Umfragen hervor. Wir haben über Munition gesprochen, über die Pakete der USA und der EU. Gleichzeitig haben wir in Deutschland immer noch eine Debatte um das Taurus-System. Und ich erinnere mich, als im Sommer die Minister hierher gereist sind, der Finanzminister, die Außenministerin, der Verteidigungsminister, alle haben versprochen, dass das Taurus-System irgendwann mal kommen wird. Und dann hat der Bundeskanzler Scholz entschieden, dass das Taurus-System nicht kommt. Haben Sie immer noch Hoffnung oder ist das vorbei? Zuerst einmal geben wir nie auf. Zweitens führen wir das Gespräch mit der deutschen Regierung zu diesem Thema. Und kein Thema ist ein für alle Mal abgeschlossen. Alles hängt von den politischen Umständen ab, sowie von den materiellen Bedürfnissen an der Front. Die Angst ist, dass das Taurus-System dazu verwendet werden könnte, Moskau oder andere russische Städte anzugreifen. Nein, das brauchen wir dafür nicht. Wir brauchen keine
Raketen mit großer Reichweite, die von unseren westlichen Partnern kommen, um Moskau oder irgendein anderes Staatsgebiet Russlands anzugreifen. Wir brauchen das System, um die russische militärische Infrastruktur hinter der Frontlinie auf dem Staatsgebiet der Ukraine zu zerstören. Ich möchte unseren Verteidigungsminister, Herrn Pistorius, zitieren aus einem Interview. Und er weist mehr militärische Hilfe für die Ukraine zurück im Augenblick. Er sagt, wir können nicht mehr liefern, sonst würden wir selber keine Verteidigung haben. Im Augenblick haben wir alles, was möglich ist, geliefert. Was bedeutet das für Ihr Land? Das führt uns nochmal zurück auf die Debatte zur Verteidigungsindustrie. Und wenn Sie sagen, dass Ihre Lagerbestände langsam abgebaut sind, dann ist die zweite Frage, was wird getan, um diese Lagerbestände wieder aufzubauen? Mit der Produktion von neuer Ausrüstung. Die deutsche Verteidigungsindustrie ist die stärkste Verteidigungsindustrie in ganz Europa. Deswegen betonen wir das ja immer wieder, dass es notwendig ist, dass die Regierungen und die Verteidigungsindustrien zusammenarbeiten. Zweitens ist es natürlich hart und auch unfair, Deutschland zu beschuldigen, denn Deutschland ist die Nummer eins in Europa, was das Volumen an militärischer Unterstützung angeht, das der Ukraine geliefert wird. Aber noch einmal, das bringt mich nochmal auf dieses Thema des Vertrauens zurück. Wir alle müssen das Vertrauen haben, dass Europa in der Lage ist, seine eigene Sicherheit zu gewährleisten. Es gibt ein weiteres Zitat von unserem Verteidigungsminister Pistorius. Er sagte, es muss allen klar sein, dass wenn Putin diesen Krieg gewinnt und die Ukraine besetzt, dann ist die Gefahr für die Allianz, für die NATO, deutlicher. Und er bezog sich auf die NATO. Und das bedeutet, dass ein deutscher Verteidigungsminister glaubt, dass ein russischer Sieg gegen ihr Land möglich ist. Und er spricht auch darüber öffentlich. Und er rechtfertigt das, indem er sagt, dass Deutschland nicht mehr militärische Hilfe leisten kann. Können Sie das verstehen? Ich habe keinen Grund, das Engagement des deutschen Verteidigungsministers in Frage zu stellen. Er hat sehr konstruktiv mit uns zusammengearbeitet, auch in jüngster Zeit. Aber die Offiziellen, die Entscheidungsträger, die Stakeholder sollten aufhören, Mutmaßungen anzustellen über einen potenziellen russischen Sieg. Weil die Ukraine wäre zwar das erste Opfer, aber Deutschland und die Europäische Union würden danach kommen. Und da wird es keinen großen Zeitverlauf geben dazwischen. Deswegen ist das die beste Art und Weise, sicherzustellen, dass die Sicherheit Deutschlands und der anderen europäischen und NATO-Staaten gewährleistet wird, der Ukraine alles zu liefern, um die russischen Besatzer zu schlagen. Wenn wir Leute hören, die in diesen Debatten sich verzetteln, ob was möglich ist und was nicht möglich ist, das ist einfach der falsche Ansatz. Man muss sich konzentrieren auf den Sieg. Denn man muss verstehen, dass eine Niederlage zu einem sehr viel höheren Preis für Sie alle kommen wird. Glauben Sie, dass es möglich ist, dass Putin und die russische Armee Deutschland angreifen? Russland wird ein NATO-Land angreifen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Deutschland unmittelbar sein würde, aber ich bin ziemlich sicher, dass wenn Russland siegen sollte in der Ukraine, natürlich werden wir das nicht zulassen, aber weil Sie eine theoretische Frage stellen, gebe ich Ihnen eine theoretische Antwort. Der nächste Schritt, der nächste Angriff wäre gegen ein NATO-Land. Und wenn ein NATO-Land angegriffen wird, dann wird es sehr schwer für Deutschland, sich daraus zu halten. Vielen herzlichen Dank für das Interview, Herr Kuleba.